Dr. Auge, du musst aus dem Bild gehen. Dankeschön. Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Wobblies Live mit Lars. Lol, hallo, Leute. Wo bist du? Bist du noch immer zu Hause in unserer Familienbude? Aber ich muss irgendwie immer zu dir, ich muss irgendwie immer zu dir hoch, wenn ich meine Klamotten wechseln will. Das geht bei mir nicht. Ja, weil du denkst, du wohnst ja auch bei mir. Du hast ja keine eigene Wohnung. Alter, wie cool sieht das aus? Wo bist du denn? Komm doch jetzt mal raus. Ich schau die ganze Zeit nach oben. Guck mal aus dem Fenster. Ah, da bist du. Oha! Einfach der Teufel kommt heute heraus. Ich bin der Teufelsfeuerwehrmann. Der Teufelsfeuerwehrmann. Und ich habe immer noch meinen fliegenden Hut, den man tatsächlich dafür bekommt, indem man alle Geschenke in Wobblies Live sammelt. Das ist sehr cool, den hätte ich auch gerne. Der ist echt richtig cool, weil dann kannst du nämlich jedes Outfit anziehen mit dem lustigen Hut und der fliegt auch recht schnell nach oben. Aber ich werde heute wieder mein Jetpack anziehen, weil man damit irgendwie flexibler ist. Ja, damit ist man wirklich sehr flexibel. Denn heute haben wir nämlich was ganz Besonderes vor. Auf der Karte haben wir tatsächlich wieder etwas Neues entdeckt, und zwar werden wir uns nämlich heute an einen Platz begeben, der eine Zeit lang die ganze Zeit gesperrt war. Und zwar hier oben auf dem Mountain gibt es eine kleine Einbuchtung, wo damals schon immer eine riesige Tür war, die darauf Hinweise gegeben hat, dass es dort etwas ganz Besonderes gibt. Und dementsprechend gucken wir da heute rein, wenn Lars... Komm, Lars, willst du im Kofferraum mitfahren? Warte. Fährst du? Ja. Willst du Dr. Einfach. Auge mitnehmen? Ist das ja, sicher? Ja, klar. Dr. Soll ich meine Katze mitnehmen? Meine Rote? Nein, lass mal deine Katze lieber zu Hause. Die braucht Dings Kraft, weißt du? Oder willst du sie mitnehmen? Ich kann doch mal kurz zurückfahren. Nein, fahr bitte. Ja, lass doch lieber den Helikopter nehmen, dann sind wir schneller oben, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Weil wir müssen sowieso nämlich auf den Berg und der Berg ist ganz weit oben. Komm, steig ein. Stopp! Okay, du musst Drive-By einsteigen. Komm. Komm, du schaffst es. Boah, es ist sehr, sehr schwer. Ich muss nämlich alle Tasten gerade gleichzeitig drücken. Komm. Los, komm schon! Ja! Oh, nein! Du bist wieder ausgestiegen! Okay, komm. Drive-by, steig ein! Oh, da Jawohl. Bist du! Okay, ich hab ehrlich... Oh mein Gott! Warum fliege ich aus der Map? Oh mein Gott, warum ist der denn jetzt explodiert? Weil du schlecht fliegst. Nein, Mann, ich bin wohl gut geflogen, hast gerade nicht gesehen, was ich gerade für Tricks gemacht habe. Tricks. Trick. Gibt es noch ein Flugzeug eigentlich in der Innenstadt? Ich glaube, wir haben es jetzt verkergelt, Mann. Alter, was machst du da bei der Schaukel? Schaukeln? Und du? Naja, ich wollte auch mal. Aber ich schaukel einfach gegen die physikalischen Gesetze, einfach vorwärts. Warte, ich spring ab. Achtung. Und Dr. Auge, was sagst du dazu? Guck dir diesen Schaukelhelden da an. Komm, wir müssen losgehen. Oh nein. Komm, du schaffst das, Kumpel. Ah ja, du hast ja sowieso den Jetpack auch an, so. So, jetzt schön. Warte, chill. Bist du chill, dran? Chill, ich häng nicht fest. Doch, du hängst. Alles easy. Dein Bein. Okay, bleib so. Alles ist easy. Okay. Okay. Also, der Grund, wo wir heute hin müssen, ist hier auf diesen wunderbaren Berg. Es geht zum Glück auch voll schnell eigentlich. Und schon, guck mal, wie sanft ich gelandet bin. Wahnsinn. Nur im Kino gibt's sowas. So. Und da sind wir. Komm. Ich häng fest. Dein Bein steckt. Gott, das Ding fliegt einfach. Wir haben heute diese Tür hier, die wir finden müssen. Und wir haben sie gefunden, ne? Und vorher war das immer so, dass sie nicht aufging. Und jetzt geht sie auf. Das ist eine interessante Sache. Das ist nämlich die neue Area 51 oder irgendwie sowas. Und da drinnen kann man was machen. Und das müssen wir uns ansehen. Bist du bereit, Lars? Ja. Sogar Licht. Licht, okay. Kann man das Ding hier ganz anmachen? Guck mal, da ist einer. Licht der heißt an. Das ist die Wobbly Island Laborinsel sozusagen. Und erzählen hier geht jemanden mein Jetpack davon. Nicht mehr. Echt, geht's nicht mehr? Wurde es ausgeschaltet? Ja. Okay, das heißt also, das hier ist sozusagen das Labor, wo alles in Wobblies Live entdeckt und Das sieht aus wie so ein Teilchenbeschleuniger. Ah, nee, doch nicht. Das sieht echt aus wie ein Teilchen oder irgendwie so ein Turbo. Das ist ein Zahnräder, so. Aber das, ich dachte erst, es ist ein Teilchenbeschleuniger. Ich drück mal einen Knopf. Was passiert, wenn ich diesen Knopf... Oha! Hilfe! Oha, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir fahren einfach gerade in den Untergrund, Mann. Bitte, Roman, ich hab Angst. Was passiert hier? Ich hab Angst, Roman. Alter! Mundreinigerwasser. Wow. Ja, What? Mann. Alter, Listerine. Das ist ein UFO. Das ist ein UFO. Hey, What? Ihr solltet nicht hier sein. Lol, der hat so einen Knopf im Ohr. Das ist eine geheime Basis. Lasst mich euch hier rausbringen.
Warte, vielleicht könntet ihr uns doch etwas helfen. Ich versuche gerade dieses UFO zu reparieren. Ja, ich will auch dieses Outfit. Ich will die Brille, die ist cool. Aber ich vermisse noch ein paar wichtige Teile. Sie wurden eigentlich vor Stunden geliefert. Ich habe alles auf dieses Whiteboard hinter mir geschrieben, was ich noch brauche. Er braucht eine Batterie, eine Zündung, Treibstoff und natürlich die Schlüssel. Okay. Du kannst sie bestimmt alle hier... Wenn du sie alle findest, kannst du das UFO austesten. Oh mein Gott, wild. Ja, okay, lass schnell finden. Aber hier alles unten drin, oder? Ich glaube schon, dass es hier so unten versteckt ist. Warte mal, was braucht der nochmal? Guck dir die Sachen nochmal genau an. Das ist ein Motor. Ein Stück Pizza und so ein Sandwich auf dem Tisch. Ein Motor oder eine Batterie, eine Zündung, Benzin und die Schlüssel. Das müssen wir alles jetzt finden, ne? Oh mein Gott, was hast du da? Guck mal, wenn du hier durchläufst. Ha, das ist so ein Checker, gell? Oha, bei mir... Ah doch, bei mir passiert es auch. Okay, dann lass mal ein bisschen durchgucken, jetzt, ne? Was es hier alles gibt. Okay, aber fass nichts hier an. Das Roman, ist Labor, oder? Hi! Du bist kein... Du bist kein Wissenschaftler. Warte mal, könnte das gut gehen? Die haben uns gesagt, die senden uns keine weiteren Wissenschaftler mehr durch. Nutze diese Schrumpfmaschine und versuche die UFO-Keys zu finden. What? Sie wurden irgendwo im Labor verloren. Oh lol, ja, ich sehe es hier. Guck mal, da haben ein Team von Wissenschaftlern rausgesendet. Aber keiner von denen hat jemals die Schlüssel gefunden. Kannst du dich bitte kleiner machen und sie finden? Oh mein Gott. Wo sollen die denn hier sein? Aber wollen wir das zum Schluss machen? Ja, lass mal das zum Schluss machen, oder? Oder ach, egal, lass einfach jetzt mal das YOLO. Okay, wir machen es einfach. Geh einfach drauf. Bin drinne. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh! Niemals. Oh mein Gott, wie groß. Was? Oh mein Gott, sind wir klein. Oh wow, das ist wie ein anderes Level. Ja, Mann. Hey, hier drüben. Oh mein Gott, drüben. Guck mal, die haben so ein Lager aufgebaut einfach. Hey, ihr seht anders als die anderen aus. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Ich habe ein bisschen Probleme, mein Team zu finden. Wenn du die alle finden könntest, wäre es echt klasse. Ich habe ein paar Bilder von denen gemalt. So sehen sie aus. Ich werde so lange hier bleiben, und aufpassen, dass niemand kommt. Ich lebe einfach hier in so einer Socke. Oh, echt in der Socke? Da ist so eine Socke hier auf dem Boden und die leben einfach da drin. Die pennen da drin, auf da drauf. Oh mein Gott, was ist das denn? Warte mal, schauen wir das Bild nochmal an, wie die aussehen. Das sind alles die Wissenschaftler hier, die da dazugehören, okay? Eine mit längeren braunen Haaren, einer mit so einer Schutzbrille, einmal mit so einer Nerdbrille und einmal so ein verrückter Wissenschaftler. Was? Alter, ist das riesig hier. Guck mal, hier ist so eine Art Fahrzeug. Das ist echt ein Fahrzeug, kann man das... Oh mein Gott, das kann man halt fahren. Pharma. Niemals Yo. Können wir das fahren. Guck mal, da sind so Ohrstäbchen fahren. Hinten als das Spoiler. Das ist nicht wahr. Oh mein Gott. Digga, das ist krass. Das hätte ich niemals gedacht, dass sie das jetzt hier eingebaut haben. Hey, guck mal, da ist sogar jemand. Da ist jemand. Da ist ein Shop. Da ist ein Shop einfach. Niemals. Was verkauft der? Alter, Lars, der hat dein Outfit an. Guck dir den Hut an. So eine Mülltonne. Okay. Was kann man mit dem reden? Oh. Was verkauft denn der, Lars? Der verkauft, Guck's dir selbst an. Warte, ich kann gerade. Jetzt kann ich mit ihm interagieren. Ah, okay. Oh mein Gott, kann man das dann in Lebensgröße kaufen? Ne? Weiß ich nicht. Oh, okay, aber ich habe gar nicht so viel Geld, muss ich aber sagen. Aber hier ist irgendwas Grünes auf dem Boden. Oh mein Gott. Wo? Hier ist so eine Chemikalie. Warte mal, Recycling ist super. Was? Der hat auch eine Karte. Ach, das ist ein Rennen. Okay, das Rennen können wir irgendwann mal später machen. Ich muss jetzt erstmal drauf klarkommen, wie viele Sachen es ja. hier gibt. Ja. Das ist Alter, das ist übelst krass. Ich fahr mal hier nochmal mit dem Auto ein bisschen herum. Wir müssen ja eigentlich die Schlüssel finden, ne? Und noch diese anderen Scientist-Typen. Au. Wollen wir hier reingehen? Boah, Alter, ist das schwierig. Okay, wir gucken mal weiter. Hey, guck mal, da oben sind auch so Climate Change. Ah, okay, das ist, da gibt's sogar wegen der Klimaerwärmung gibt's noch ein paar Tipps auf einem Plakat. Yo. Oh mein Gott, crazy. Lass dir aufpassen, dass du nicht runterfällst. Oh, lass, du musst mich kurz holen. Warum? Warte, ich komme hier nicht raus. Doch, jetzt. Okay, passt. Du musst vorsichtig sein. Ich glaube, hier fliegt man recht schnell runter. Hier sind auch überall diese Nägel, diese gefährlichen. Ja, ja. Dr. Auge, pass auf. Oh mein Gott. Perfekt. Bist du runtergefallen? Ja, aber nicht. Oh, jetzt aber ganz unten. Ich kann hier weiter noch ein bisschen hochlaufen. Ich guck mal, was oben ist. Ja, oh, doch. Hier ist ein Geschenk. Echt? Oh, was? Was ist da?
Überraschungshut stand da, Present Head. Ich komme auch gleich runter, ich gucke auch gleich vorbei. Warte mal, ich laufe gerade hoch, weil ich es gerade noch geschafft habe. Wenn hier die oben die Schlüssel wären, wäre das krass. Ich merk dir das bitte, wo das war. Ah, guck mal, hier oben kommt man auf dem Tisch raus. Versuch mal nochmal hochzukommen, Lars. Ich glaube, wir müssen schon nach oben. Oh, Junge. Hier sind so Reagenzien. Oh, 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 ey, Lars. Ich komme. Hier oben ist der Typ aus diesem Bild. Ah, ich glaube, ich weiß, wie wir das Passwort bekommen können. Wir müssen hier übrigens ein Passwort, glaube ich, eingeben, Mann. Das möchte ich gerne mit dir zusammen machen. Ich brauche dich dafür. Ich rede mal kurz mit dem Nerd darüber. Hey, du hast mich gefunden. Mein Freund ist dort oben stecken geblieben. Es wäre super, wenn ich nur diesen Roboterarm benutzen könnte, um ihn da runter zu holen. Dann könnte ich ihn holen. Ich habe etwas ganz Besonderes. Ich glaube, es hat irgendwas mit diesem Computer zu tun, denke ich. Okay, wir haben einen gefunden. Wir haben einen gefunden. Alles gut, Lars, ich mach gerade nichts. Hier ist nämlich, wir müssen gleich zusammen so ein Passwort gemeinsam eingeben, ne? Und wir müssen einen Roboterarm gemeinsam gleich benutzen. Alter, ist der eine Typ da hinten riesig. Und da ist ein riesiger Fisch. Hier ist eine 9. Ah, bist du schon da? Ja. Ja, das sind mehrere Zettel. Ah ja, bist du schon auf der Tastatur drauf? Warte mal. Ich hab mal geguckt. 04. Ist das richtig? Nee, die zweite Zahl ist 9. Gib mal falsch ein. Ich mach mal falsch. 9, 9, 9, 9, falsch. So, warte mal, die erste Zahl, was ist denn die? Ist 2. 2, also drück mal auf die 2. Okay. Die 2. Dann die zweite Zahl ist eine 9. Ich drück drauf. Hat die 2 gedingst? 2, 9. 2, 9. Dann die hier. Die dritte Zahl ist die 7. Dann die 7, ich drück drauf. So, einmal die 7. Und was dann? Wo ist die letzte? Warte. 2, 9. 9. Wo ist denn der letzte Zettel? Ich guck gerade nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Wollen wir mal raten einfach? 297, ich denke, es ist die 0. Und 0. Ich hab ein 4. 4. Wo? Es ist 4. Ich hab's. Wo hast du es gesehen? Wo hast hinter der Mikrowelle. Hinter der Mikrowelle? Ja. Nein! Also es ist 2794. 2974. 2. 9, warte, ich drück die 9. 9. 9. 7. 7. Und die 4, oder? Und die 4. Tada! Zack! Bam, ja! Junge! Oder? Ist richtig? Ja! Ja, Roboterarm aktiviert! Wir haben es geschafft, Mann! Oh mein Gott, jetzt Lars, wir was für ein Knöpfchen. Abenteuer! Was ein Abenteuer, sag ich dir! Rüber! Juhu! Jiha! Hey! So, einmal da rüber, bitte! Ich wollte schon sagen, warum funktionieren die Knöpfe hier nicht? Da hat aber die Energie gefehlt! Ich glaube, hier oben ist auch nochmal ein Typ. Ja, da ist der verrückte Wissenschaftler. Yeah. Oh mein Gott, guck mal, der hat da sogar was dabei. Was da? Oh, das sind die Schlüssel, Lars. Der hat die Schlüssel, der Typ. Die Schlüssel vom UFO. Hältst du die? Oh, jawohl. Halt die mal fest und ich rede mit dem Typen. Was geht ab? Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich habe die Schlüssel gefunden, aber danach habe ich es nicht mehr geschafft, zurückzukommen. Ihr solltet versuchen, zum UFO-Wissenschaftler wieder zurückzukommen. Okay, das heißt, wir springen hier runter am besten. Er weiß, was zu tun ist. Wahrscheinlich springen wir runter, aber wir müssen noch zwei weitere Leute finden. Und wir müssen jetzt noch mit dem Typen, wir müssen Die Schlüssel nicht verlieren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Roman! Lars, ich muss irgendwas tun. Warte, ich nehme deine Hand. Oder? Okay. Nein! Nein! Oh Lars, du hast die Schlüssel fallen lassen. Ja, wie geht's so? Okay, pass auf, warte mal. Kannst du irgendwie dich an mir hochhangeln? Oh mein Gott, wir sind solche Idioten. Oh mein Gott, sind wir Idioten. Du kannst dich vielleicht an mir hochhangeln. Warte, ich halte mich mal mit der linken fest. Oh mein Gott, jetzt hänge ich an dir dran. Ja. Sag mal, oh mein Gott. Okay, was machen wir jetzt? Hängen. Bisschen abhängen. Ich gehe mir das Geschenk holen. Oh mein Gott. Wir haben einfach den Schlüssel da lang gelassen. Lars, ich wollte dich retten. Angeblich retten. Du bist in den Tod gesprungen. Holst du nochmal den Schlüssel? Ich hole das Geschenk, okay? Ich muss gucken, wo ich das Geschenk... Ah, da ist das Geschenk. Oha. 76. Hä, aber hast du auch einen Hut bekommen als Geschenk? Ja, Present Head habe ich bekommen. Hä, was? Achso, Present Head, ja, den habe ich auch schon. Okay, nee, da war aber auch Geld drin. Gut, dann habe ich das Geschenk jetzt auch. Okay, hey, da, Lars, wir müssen, nimm mal die Schlüssel Muss mit runter. Muss ich runter? Ja, ja, springen. Spring mit denen runter, genau. Da haben wir sie dabei. So dumm, dass wir die oben gelassen haben. So, Lars, das Ding ist, wir müssen jetzt irgendwie diesen Typen da... der so groß ist, den müssen wir irgendwie kontaktieren.
Weil der hat auch vielleicht so müssen wir da diesen Knopf hier drücken. Guck ich denke auch, und weißt du, mit was sogar? Ich denke sogar mit dem Auto möglicherweise. Ich versuche mal mit dem Auto. Denkst du, ich kann hier irgendwie mal die Schlüssel irgendwo hinlegen, damit die keiner klaut? Ja, leg die mal zu dem Sockenpark da, wo der eine Typ da ist. Wing, Moin, Sir. Hier, die Schlüssel. Okay, okay, bitte passen Sie da drauf auf. Dankeschön. So, wir fahren. Warte, ich versuche mal dagegen zu fahren. Let's go! Was? Als ob das muss eigentlich perfekt passen. Weil das ist sogar mit diesem Stöpsel vorne. Ja, der irgendwie ist sogar komisch. Warte, ich fahre nochmal mit Vollgas dagegen. Mit voller Kanüle. Okay, 3, 2, 1. Los, Vollgas. Zieh durch. Was? Das muss doch eigentlich klappen. Ich drück den jetzt so. Was? Man kann... Oh mein Gott. Hey, Alter, was hast du gemacht? Nimm uns hoch. Der sieht uns. Er nimmt uns hoch. Ich bin drauf. Mich hat er nicht hochgehoben. Warte. Doch, Mann, ich bin oben. Er macht's nochmal. Der holt uns hoch. Okay. Wir können mit ihm... Alter, Lars, hier ist eine Obby einfach. Hier ist einfach eine Obby, Mann. Oh mein Gott, crazy. Was geht denn hier ab? Roblox. Okay, warte. Ja gut, dann würde ich mal sagen, lass mal über die Schwämme hier springen, oder? Oha. Ich bin ertrunken. Echt jetzt? Oh, du musst beim dritten Schwamm übrigens... 1, 2, 3, 4... Oh mein Gott, Alter, du musst aufpassen. Du darfst nicht auf diese Feuerdinger drauf. 1, 2, 3, 4. Und jetzt, wenn es aufhört. Nein! Alter, man darf da nicht verbrennen. Oha, das ist schon schwer. Feuer brennt. Spring noch nicht. Jetzt. Und jetzt durch. Jetzt schnell durchrennen. Durch. Noch nicht? Jetzt. Roman, noch nicht. Jetzt. Du darfst halt nicht, wenn es brennt, Mann. Okay. Oh mein Gott. Was ist denn hier ab? Alter, das Ding dreht sich. Schnell, auf das andere. Okay. Wir springen zusammen auf das andere. Okay, bist du drauf? Ja. Auf das andere. Oh mein Gott. Und jetzt da, glaube ich, vorne rein, oder? Jetzt hier drauf. Hoppa. Oh, spring, Lars, du schaffst es. Ich schaff's nicht, halt nicht fest. Nein! Okay, warte. Ich zieh dich hoch. Kannst du... Hab ich dich? Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Roman, ich werde sterben. Du musst mich nicht retten. Ich lass mich fallen. Okay, lass dich fallen. Oh mein Gott. Ich hänge jetzt auch fest. Oder? Ich schaff's aber noch hoch. Okay, Lars, komm du einfach schnell wieder. Du schaffst es nochmal. Ja, klar. Ich muss hier an diesem Labyrinth irgendwie vorbei. An diesen ganzen Flaschen. Oha, hier ist eine Feinwaage, oder? Ist eine Feinwaage? Weiß gar nicht. 0:0. Reset. Ich weiß es nicht. Und hier ist irgendwie... Hier sind so viele Knöpfe, Mann, die man drücken kann. Aber ich habe das Gefühl, wir finden dieses Mädchen hier. Alter, da ist sie sogar. Lars, sie ist sogar genau hier vorne. Oha, hier ist einfach noch ein Hamster. Nobby. Ist da ein Hamster drin? Nobby? Oh, das ist Nobby. Yo, Alter. Nein, ich komme nicht mehr hoch, Mann. Kommst du nicht mehr hoch? Du schaffst es, Lars. Komm. Muss ich nach da oben? Du kannst es selbst nicht schaffen. Ich glaube eigentlich, dass ich mit der reden kann, ja. Ich habe sie eigentlich hier. Hallo. Hey, du hast mich gefunden. Ganz hier oben sogar. Mein Plan war es, so hoch wie möglich zu kommen, um die Schlüssel zu finden. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass ich Angst vor Höhen habe. Also bin ich hier oben stecken geblieben. Ich habe übrigens gesehen, dass irgendetwas bei den Lasern passiert ist. Okay. Das heißt also, wir haben jetzt schon alle gefunden, bis auf den Typen mit der Brille. Es muss also nochmal irgendwo einen Typen mit der Brille geben. Was ist das hier? Alter, können wir da reingehen in den Nobby-Hamster? In den Nobby-Hamster. Alter, doch, das funktioniert, Lars. Komm, Lars, du musst nochmal... kannst du um den Tisch herumlaufen? Oh mein Gott. Ich bin selber fast einfach runtergefallen. Auf die andere Seite des Tisches kommen. Ja, guck, ich gehe jetzt in den Käfig rein, okay? Schau mir zu, Mann. Ich gehe Nobby besuchen. Nobby, ich komme, mein Kleiner. Oh mein Gott, du bist auch da. Ja. Oh mein Gott, wie wild. Ich laufe im Laufrad. Oh, Nobby, hey. Oh. Falsche Richtung, okay. Nobby. Was geht ab, Nobby? Oh, erstmal Nobby im Arm. Oi. Das ist voll verbuggt. Du bist ein kleiner, süßer Nobby, hä? Nobby. Aber er hat leider eine andere Farbe als Nobby. Er ist nur... Guck mal, das ist voll verbuggt. Ja, man, das ist echt verbuggt. Aber du kannst hier, glaube ich... Einer muss sich festhalten, der andere muss drücken oder so. Oder? Nee. Funktioniert das?
Man kann nur so nach vorne und hinten, gell? Ja, das ist ganz komisch. Funktioniert das echt nicht. Okay, tschüss, Norbi. Ciao. Also wir haben jetzt die Frau gefunden, ne? Wir haben die Frau gefunden, ne? Wir haben den Mann gefunden, wir haben den Wissenschaftler gefunden. Jetzt fehlt noch einer. Guck mal, da ist eine Seilbahn. Da drüben. Wo? Ah ja, das ist er. Wie kommen wir da rüber? Da ist die Seilbahn. Das ist die Seilbahn halt. Aber wir müssen da irgendwie hochkommen. Wie kommt man denn da drauf? Aber ich komme da nicht hin, weil da drüben ist dieses Seilbahngerät. Das Seilbahngerät ist auf der anderen Seite? Oh ja, das stimmt. Das heißt... Das ah! Da! Auf ist der da auf Seite. Der anderen Seite eine Seilbahn? Tatsache! Oh mein Gott, cool! Da haben wir ja gleich schon den Weg gefunden auf die andere Richtung. Oh mein Gott, es gibt so viele coole Sachen hier. Jawohl, das ist richtig. Abgefahren. Oh oh. Junge, 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 Junge. Ja. Einer muss dran und einer muss dran. Guck mal, Lars. Ich stech dich ab mit diesem Ding. Einfach, einer ist das eine Riesenmesser. So einfach so einer eine Reißzecke. Muss das gleich wieder zurückschicken. Was? Ja, du musst gleich zurückschicken. Schick's mir mal zurück. Juhu! Ach nee, das ist eine Büroklammer. Ja, cool. Das ist der Riesentyp, Alter. Oh nein! Was? Oh mein Gott, das nächste ist auch wieder Obby. Obstacle. Bisschen schwer. Obby-Style. Ja, das hat das Mädel sogar gesagt gehabt, dass auf der anderen Seite, wo Obby der ist. Dings ist, wo die Laser sind, muss man aufpassen. Oh mein Gott, ich glaube, grün bringt einen auch um, gell? Ja. Okay. Okay. Ich glaube, du musst einfach nur Strahl für Strahl durchgehen. Dann kommst du da sozusagen durch. Ja, ist sogar recht simpel, würde ich sogar sagen. Nein, ich bin gestorben! Okay. Okay. Oh mein Gott. Da hast du ein bisschen zu viel gewollt, hä? Huh? Oh mein Gott, das ist schon nicht einfach. Ja, überhaupt nicht. Okay. Du musst einfach nur die Laser spüren. Okay. Was ist das hier? Laser. Ich bin da am Laserknopf angekommen. Aus. Kann ich den ausmachen? Wie denn? Keine Ahnung. Ich glaube, man kann hier einfach sozusagen rüberspringen. Wow, okay, ich bin auf der anderen Seite. Ich schaff's nicht. Doch, Lars, du schaffst es. Konzentrier dich einfach nur. Ich glaube, auf der anderen Seite ist der Typ. Soll ich ihn schon mal finden oder soll ich noch warten? Alter, ist das ein Riesenfisch. Guck dir den mal an, ey. Der hat ja Riesenaugen. What the fish? Übrigens, meine werten Damen und Herren, die Waterfish-T-Shirts sind natürlich wieder, wow. Der Fisch sagt es. Leute, kauft euch ein Waterfish-T-Shirt unter shop.arizoo.de. Der beste Fischshop der Welt. Da kaufen die größten Fische wie ich ein. Da gibt's sogar die XXL-Größe. Ich rede mal kurz mit dem Typen mit der Brille. Mal gucken, was der sagt. Ich lese es für dich vor. Ja. Danke, dass du mich gefunden hast. Oh, all yeah. Diese Laser sind wirklich gruselig. Ich wurde abgelenkt von diesem riesigen Fisch. Er hatte mir gesagt, dass ich unter shop.arizoo.de... Echt krass, das sagt er? Hat er einfach gesagt. Ich habe noch nicht die Schlüssel gesehen. Irgendwo sollten sie sein. Okay, wir haben jetzt inzwischen alle gefunden. Und, oh mein Gott, hast du es bekommen? Was? Das Scientist... Outfit? Outfit? Nein, ich will das auch haben. Du musst mit dem Typen dafür aber reden. Ah, du musst aber dann auch mit dem Mädel reden. Du hast es nicht getan, Lars. Du musst es nochmal machen. Weil du nicht mit dem Mädel reden wolltest. Sicher? Ja, ich denke schon. Außer du redest jetzt nochmal mit ihm. Aber ist es mit einer Brille das Scientist-Outfit? Ja. Nein. Doch, Mann. Aber du kannst es im Singleplayer nochmal fix machen. Das dauert ja nicht lang. Dann kannst du dein Lieblingsoutfit machen. Aber wenn du willst, Lars, können wir uns die Zeit jetzt sparen und direkt runterhüpfen. Oder was ist denn da auf der anderen Seite da? Hey, da Richtung Globus waren wir noch gar nicht. Wie kommt man da überhaupt drauf? Weiß es gar nicht. Ich versuch da mal rüber zu springen. Halleluja, oh Bonga. Okay, ich bin runtergefallen. Aua. Ich komme. Wollen wir noch ein Rennen fahren, Lars? Nein. Okay, dann nehmen wir lieber den Schlüssel gleich mit, oder? Ja. Der Schlüssel. Bop, bop. Der Schlüssel. Es ist der Schlüssel. Okay, dann lass mal losgehen. Wow, okay. Hast du dich dahin teleportiert oder so? Ja, respawn. Wie jetzt respawn? Du hast einfach respawn gedrückt? Ja. Respawn. Wow, da kann man einfach aussuchen, wo man respawnt? Ja. Seit wann geht das denn? Wow, da hast du bisher richtig schon immer. Ich wusste das gar nicht. Krass, Mann. Okay, dann red mal mit dem Typen. Okay. Red mal. Moin, wir machen jetzt Feierabend, ne? Mach's gut. Achso, okay, kann man überhaupt mit dem reden? Interact. Thanks for finding everyone. Ah ja, genau. Wir sollten lieber... Okay. Nee, den musst du mitnehmen. Nimm den Schlüssel mit. Wir müssen wieder groß werden.
Okay. Groß werden, wir müssen groß werden. Ba-da-ba-ba-ba-ba. So. Und dann, oh, guck mal, dieser große Knopf und hier der ganz kleine. Na, dann lass mal wieder groß werden. Hey, wollen wir das vielleicht machen? Was, das wär vielleicht auch cool, wenn einer riesengroß ist und der andere klein. Das wäre, glaube ich, auch cool. Aber das machen wir später irgendwann mal. Jo, so. Wie riesig diese Schlüssel sind jetzt ja, auf einmal. Ja, die sind auch riesig geworden. Nimmst du die mit? Dann gehen wir nämlich schon mal den guten Schlüssel bringen. So, dann haben wir das erstmal ja, fertig. Ja, aber es sieht genauso aus wie ein Dings in groß und in klein. Lol. Voll gut gemacht. Ich mochte das Level richtig sehr. So, komm. Ab okay. durch die Hecke. So, jetzt brauchen wir aber noch Treibstoff. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich gebe mal den Schlüssel am Stiesel ab. Dem Schlüssel an dem Stiesel. Okay. Oh Mann, diese Laboranten sind wirklich, verlieren die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Ich bin wirklich froh, dass ihr hier wart, um zu helfen. So, Schlüssel haben wir. Jetzt brauchen wir noch Treibstoff und eine Zündung. Okay, okay. Alles klar. Machen wir uns weiter auf den Weg.